Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte mich zunächst kurz vorstellen und dann möchte ich euch sagen, was ihr von mir erwarten könnt, solltet ihr mir das Vertrauen schenken. Ich bin Birgit Kaufhold und bin seit fast 32 Jahren Mitglied unserer Partei. Ich wurde 1961 als Tochter eines Markscheiders und einer Krankenschwester geboren. Ich wohne in Spremberg und bin verheiratet. Mein Mann ist Bauleiter bei der Deutschen Bahn. Ich habe zwei Töchter und zwei Stiefsöhne. Drei Kinder sind älter als 30 und haben ihr Studium abgeschlossen. Unser Nesthäkchen absolviert zurzeit ein Studium bei der Bundesagentur für Arbeit. Ihr seht, ich habe Erfahrungen sowohl mit Baumwollwindeln als auch mit Pampers. Ich bin in der Niederlausitz zwischen Tagebauern und Brikettfabriken aufgewachsen, in einer christlich und sozialistisch geprägten Familie mit sorbischen Wurzeln. Unsere Schneemänner waren schwarz und auch die Wäsche, wenn die Mutter sie zu spät reinnahm. Aber unser Gemüt war hell. Beim Spielen spürten wir keine sozialen Unterschiede. Ich hatte bisher ein facettenreiches Berufsleben. Zunächst lernte ich den Beruf einer Geologie-Facharbeiterin im VEB Braunkohlenbohrungen und Schacht Borwelzow, dem Generalauftragnehmer für Tagebauinvestitionen. Nach dem Studium der Erkundungsgeologie an der Bergakademie Freiberg ging ich wieder in meinen Betrieb zurück. Dort war ich im Bereich Projektierung Braunkohle, später der Laubag, tätig. Hervorzuheben ist, dass ich immer ein politischer Mensch gewesen bin. Ich wurde im Elternhaus zur Geradlinigkeit und Ehrlichkeit erzogen. Und das hat natürlich auch mein aktives Wirken in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit geprägt. Deshalb bin ich 1985 in die SED eingetreten. Und natürlich war nicht nur Frau Merkel aktiv in der FDJ. Ich war es auch. Nach dem Untergang der DDR, in der ich eine schöne Kindheit und Jugend sowie eine solide berufliche Laufbahn hatte, musste ich lernen, umzudenken. 1989 wurde ich aus meinem Fernstudium der Bezirksparteischule herausgerissen. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, die Verantwortung für unsere Partei einfach so abzulegen. Meine bestandenen Höhen- und Tiefenprüfungen als Geologin waren mir übrigens auf dem Weg von der SED bis hin zur Linken sehr hilfreich. Mit den einschneidenden Veränderungen in der Kohle- und Energiewirtschaft verlor ich, wie Zehntausende andere auch, meine Arbeit, darunter auch mein Mann und mein Vater. Liebe Genossinnen und Genossen, Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe, später auch ein abgelehnter Arbeitslosengeld II-Antrag, haben mich in meinem linken Profil noch klarer geprägt. Ich weiß, was es heißt, von unten ganz neu anzufangen. Als alleinstehende Mutter wurde ich zunächst Büroangestellte in einer Zahnarztpraxis, bin also sozusagen den Diamantbohrern treu geblieben. Hier begann meine neue berufliche Laufbahn im Bereich der Sozialversicherung. 1998, nach der Geburt meiner jüngeren Tochter, begann ich ein direktes Betriebswirtschaftsstudium und mit dem Wirtschaftsdiplom in der Tasche begann ich als Personalkontrollerin im Behindertenwerk in Spremberg. Neben der Lohnrechnung befasste ich mich unter anderem mit den Berufsbildern im mehrfach Schwerstbehindertenbereich, in den Pflegeheimen, in den Werkstätten für behinderte Menschen sowie in den unterschiedlichen Wohnformen für Behinderte. Seit 2003 bin ich Verwaltungsangestellte in der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee, dem weltweit ältesten und einzigen Sozialversicherungsträger mit ca. 20.000 Beschäftigten, bei dem die Rentenversicherung, die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung und der sozialmedizinische Dienst unter einem Dach geführt werden. Und das war 2002 die Voraussetzung für die Gründung der Minijobzentrale im Rahmen der Hartz-II-Gesetze, in der ich heute tätig bin. Meine Aufgabe besteht darin, Sozialversicherungsbeiträge und Steuern einzuziehen, mit allen Konsequenzen. Betriebsprüfungen, Zwangsvollstreckungen und Insolvenzen geben mir jeden Tag wichtige Einblicke in die wirtschaftliche Lage von Kleinst- bis Großunternehmen. Die Vielfalt unserer Bundesbehörde und die Tatsache, dass wir selbst bei unserem Arbeitgeber kranken- und rentenversichert sind, führen dazu, dass wir sozialgesetzliche Bestimmungen auch für uns selbst umsetzen und die Auswirkungen oft schneller brühwarm oder besser eiskalt erleben als andere. Daneben bin ich als Gewerkschafterin aktiv und vertrete mit Verdi-Mandat die Interessen unserer Beschäftigten im örtlichen Personalrat in Cottbus sowie bei Bedarf im Gesamt- und Hauptpersonalrat in Bochum. Für mich gilt es fast täglich, meinen ca. 1.000 Cottbuser Kolleginnen und Kollegen linke Antworten zu geben
ohne offiziell linke Parteipolitik machen zu dürfen. Auf der Grundlage meiner ostdeutschen Herkunft, meiner beruflichen Voraussetzungen sowie meiner politischen Erfahrungen sehe ich für eine Möglichkeit für meine Arbeit im Bundestag folgende Schwerpunkte. Erstens liegt mir aus eigener Erfahrung die Wirtschaftsentwicklung der Lausitzer Energieregion besonders am Herzen. Über 150 Jahre hat die Braunkohle den Menschen hier Arbeit und Wohlstand beschert. Jetzt sind es vor allem die Familien der Kumpels, die mit dem Ende der Kohle Angst vor einem sozialen Abstieg haben. Um Ängste abzubauen, die ich aus eigenem Erleben nachempfinden kann, traue ich mir aus meiner besonderen Position heraus auch Gespräche mit den Betriebsräten in der Braunkohlenindustrie zu. Wir Linken müssen klar machen, dass der erforderliche Strukturwandel keine Folge, sondern die Voraussetzung für den Ausstieg aus der Kohle ist. Deshalb muss Schluss sein mit puren Absichtserklärungen. Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, die einen ökologischen und sozialen Wandel in der Lausitz ermöglichen. Wer, wie die Verantwortlichen im Brandenburger Wirtschaftsministerium, nicht in der Lage und gewillt ist, ein Ziel zu definieren, wird auch den Weg nie finden. Als erfolgreichster Brandenburger regionaler Wachstumskern besitzt meine Stadt Spremberg mit dem Industriepark Schwarze Pumpe mit ca. 100 Firmen und 5000 Arbeitsplätzen den potenziellen Impulsgeber für den erforderlichen Veränderungsprozess in der gesamten Lausitz. Liebe Genossinnen und Genossen, unsere Absage an Tagebau-Neuaufschlüsse, Bestandteil vieler Beschlüsse der Linken, dient unter anderem der Verhinderung weiterer verheerender Bergbaufolgeschäden, wie zum Beispiel Böschungsrutschungen, Grundwasseranstiege und die braune Spree. Ich möchte, dass sorbisches Kulturgut erhalten bleibt. Somit kann das sorbische Kulturgut, das sorbische Siedlungsgebiet erhalten bleibt, Entschuldigung. Somit kann sorbisches Kulturgut meiner Vorfahren als immaterielles Weltkulturerbe geschützt und gefördert werden. Deshalb engagiere ich mich in der Bundesarbeitsgruppe Ethnische Minderheiten der Linken und in der Domowina, dem Dachverband der Sorben und Wenden in der Ober- und Niederlausitz. Zweitens möchte ich mich für gute Arbeitsbedingungen und gute Ausbildung, faire Löhne, ein elternunabhängiges BAföG, für Familienfreundlichkeit sowie ein Bundespersonalvertretungsgesetz einsetzen, das keine Fragen offen lässt. Unsere Hauptpersonalratsvorsitzende rief aus Bochum an und sagte, dass sie stolz auf meine Kandidatur sei. Sie wünscht sich, dass ich im Bundestag die Interessen der Arbeitnehmer so energisch vertreten kann wie im Personalrat. Die Generalprobe habe ich bereits erfolgreich bestanden. Infolge gesetzeswidriger Befristungen, die mit begrenzten Haushaltsmitteln durch die Knappschaft begründet wurden, drohte vielen Kollegen die Arbeitslosigkeit. Da der Haushaltsplan der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bansee im Bundestag bestätigt wird, bat ich im Interesse unserer Betroffenen unsere Fraktion im Bundestag um Hilfe. Diese Hilfe erhielten wir prompt. Das Ergebnis war nach 3 Jahren ein Urteil am Bundesarbeitsgericht, was zur Entfristung von ca. 500 Kolleginnen deutschlandweit führte. Unterstützt hat uns besonders die damalige Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Dr. Ruth Kamper. Ich bin ihr heute noch sehr dankbar. Drittens begrüße und unterstütze ich als Linke, als Gewerkschafterin und als Mitarbeiterin in der Deutschen Rentenversicherung die Rentenkampagne des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die einen Kurswechsel in der Rentenpolitik ansteuert. Die Talfahrt des gesetzlichen Rentenniveaus muss gestoppt und wieder auf mindestens 53% angehoben werden. Gegenwärtig liegt es bei 49% und es wird weiter auf 42% abrutschen. Wenn wir das nicht mit unseren Partnern gemeinsam schaffen, nach jahrzehntelanger Arbeit muss doch die Rente reichen, um ein anständiges Leben zu führen und mit Würde alt werden zu können. Ich stehe für eine solidarische Rente von allen für alle. Dazu gehört der Wegfall der Beitragsbemessungsgrenzen und die Einführung einer Mindestrente. Und bei der Angleichung der Ost- und West- an die Westrenten muss die Umrechnung der ostdeutschen Gehälter unbedingt beibehalten werden. Altersarmut in Deutschland hat auch ein Geschlecht. Aufgrund der gebrochenen Erwerbsbiografien ist dies weiblich.
Verdi-Vorsitzender Frank Zirske formulierte zutreffend, die drohende Altersarmut ist wie eine tickende Zeitbombe, die der AfD die Wähler in die Hand spielt. Ich will mich mit allen Kräften dafür einsetzen, wenn ihr mir die Chance dafür gebt. Dankeschön.